Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind noch hier fleißig am, am Sammeln. Und, müssen hier, ja, gut. Wir haben zwar 1 Uhr in der Nacht. Und die, Vollidioten, die geistern hier auch gerne rum. Aber das stört mich nicht, weil ich sag immer ja, ne? Also für diejenigen, die ja Stress haben wollen oder sowas, kommt ruhig her. Ich box auch andere kaputt. Ich bin auch, Masterboxer, ne? Hat man zumindest mal so behauptet. Ist hier eigentlich was drin in so einem Fässchen? Ich muss mal reingucken da. Einfach so mal. Okay, da ist nichts drin. Guck mal da, das Auto, da tun wir uns auf jeden Fall auch noch. Ne, hier war ich schon mal drin. Ich gucke hier nochmal oben, ne? Vielleicht haben wir hier auch nochmal ein bisschen Zement oder sowas, ne? Oder auch vielleicht, mehrere Sachen noch, die schön sind, aber doch, na klar. Oh. Guck mal, wie viel. Nein, der Witzka. Boah, ist ja richtig heftig, ne? Aber während ich ja loote, ne, muss ich euch ja mal ein bisschen so was erzählen, ne? Und zwar, pass auf, ich hab wieder so auf Arbeit, da ich Radio gehört, ne? Und da haben sie so gebracht, pass mal auf, ne? Es gibt ja immer hier so ein. So Hate-Kommentare und so weiter und so fort. Ne? Ist ja nichts Neues und da denkt man sich so, ja okay, hatte ich halt schon gehört, interessiert mich nicht. Pass auf. Aber da haben sie jetzt was Neues und zwar Ed Sheeran. Ne? Der hat so gesagt, der hatte, ist nicht lustig oder sowas, ne? Der hatte so Essprobleme gehabt, ne? Der war auch schon, ja nicht magersüchtig, aber eben aufgrund von den ganzen Aussagen hat ja so Essstörung gehabt, ne? Und zwar richtig hart, ne? Weil der im Internet so als symbolisch als, also als hässlicher Mensch. Also wenn du gesagt hast, boah, ist der hässlich, dann hättest du auch sagen können, boah, ey, ist das Ed Sheeran? Und richtig harter Tobak, ne? So, und hat er gesagt, so, ja, er macht ja auch gerne Fitness und so, das ist ja kein Problem, ne? Sehe ich ja auch so, kann ja jeder machen, wie er will, ne? Aber dass eben heutzutage in der Gesellschaft man nur was wert ist, wenn man Sixpack hat oder sowas, ne, denn ist man eben so was wert. Bei mir ist das ganz anders, ne, ich sag mal so, ich bin einer der faulen Sorte, ne, nicht weil ich einfach, guck mal, ich bin so faul, dass ich einfach von Natur aus hübsch bin, ne. ich bin auch viel zu faul, ne, warum soll ich auch ein Sixpack haben, ne, muss ich ja bis 6 zählen, ist doch völlig bescheuert, ne. Das ist, da zieh ich doch lieber bis 1, ne? Und hab mein One-Pack hier. Voller Mann. Ne? Andererseits denke ich mir auch so, wenn ich auf der Couch liege, ne? Und Frauchen kommt und kuschelt, die hält doch lieber nur einen Bauch fest. Statt eben da so ein Sixpack. Die spielt ja keine Harfe, weißt du, dass die da so rüber macht oder so, ne? Das ist ja. Keine Ahnung. Das sind ja. Ne? Wo sind wir denn hier? Ne? Man muss es ja auch ein bisschen einfacher halten, in, also hier so allgemein, ne? Deswegen. Ihr müsst immer so sehen, falls ihr sowas habt und irgendwelche sagen, was, ne, was euch da missfällt oder sowas. Die meisten haben Langeweile, lasst sie Langeweile haben, ne, wenn sie meinen. Und dann, ne, sollen sie mit ihrem kümmerlichen Leben da weitermachen, ne. So, ich hab hier noch eine Tür, wa? Hier, war ich hier schon mal drinne in der Scheune? Hier ist abgeschlossen. Wie lange dauert es denn, dich kaputt zu machen? Oh. 2000, das könnte aber lange dauern. Ne, da habe ich gar keinen Bock. So richtig. Kommen wir nicht hinten irgendwie rein? Wo ist er denn? Bist du jetzt da draußen da am... Ey! Aber wo? Ja, hallo! Upsi. Hat dich jetzt kaputt geklopft? Ich weiß ja nicht, wo du herkamst, Mäuschen, aber das glaubt nicht, dass das jetzt der richtige Weg war für dich. Na, außer du wolltest jetzt da so ein bisschen Kräuter suchen von unten, ne? Denn können wir natürlich auch diese Wege gehen, ne? Oh! Aber das geht natürlich, ne? Guck mal, das geht eine Runde schneller hier. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und wir haben Fähigkeitspunkt. Müssten wir ja bald mal allgemein mal nochmal gucken, was wir brauchen alles.
Und dann vielleicht eventuell müssten wir dann auch noch gucken, dass wir Antibiotika denn mal herstellen, weil ich will nicht immer einfach sterben, ne? Das so einfach so zu sterben ist jetzt auch nicht so der coolste. Ist auch so schlecht, ne? Ich will ja auch mal meine Krankheiten beseitigen. Weißt du, den innerlichen Dämon töten. Und dazu würde ich gerne auch Antibiotika herstellen. Ach, Mäuschen. Kommst du rüber? Ja? Oh, Entschuldigung. Wolltest du mit mir reden, oder was? Vielleicht kannst du jetzt aus seinen Stumpen daraus irgendwas noch sagen. Ich wollte ja auch unverschämt sein, aber ich kann auch nichts dafür. Ja, auf jeden Fall habe ich das so heute so gehört. War so ein bisschen. Ah. Da haben wir aber jetzt, ja, gut. Haben wir wenigstens Metall gekriegt, ne? Irgendein Auto irgendwo liegen hier. Ey, wir müssen gleich mal erkunden, wo die Geräusche herkommen. Wo denn? Wo denn? Ich hab doch was auch nie gehört. Katze. Aber wie ist sie jetzt auch nicht wo, ne? Ja, und dann muss ich sagen, ne, in den letzten Tagen habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, ne? Da war ich so ein bisschen kränklich gewesen, angekränkelt, ne? Jetzt habe ich so, ja, ich bin immer noch so ein bisschen angekränkelt, aber man hört es, geht schon wieder ein bisschen besser. Aber Frauchen ist jetzt so richtig krank, ne? Die schlummert auch die ganze Zeit auf der Couch, ne? Mein Beileid. Darf den ganzen Tag zu Hause bleiben und schlafen. Total mein Beileid. Naja, aber hier geht es wirklich sehr, sehr mies. Und ich kenne es ja selber, ich hatte es eben die Tage davor, da wartet eben so, es gibt schönere Sachen, ne? Zum Beispiel Ed Sheeran, ne? Der ist auf jeden Fall, ich finde ihn gar nicht so schlimm, ey. Ich weiß gar nicht, was so Leute haben. So, auf jeden Fall, ne, ist sie jetzt so krank und nicht nur Ditte, die Katzen auch, ey. Die sind richtig so ruhig und schlafen die ganze Zeit, ne? Die mauzen auch nicht mehr aus Leidenschaft, ne? Also voll aus der Kehle raus, sondern da kommt eher so ein. Einfach so, ne? Also ist eben so ein bisschen komisch. Oh, was war das? Oh nein, ich hab da drauf gehauen. Ich weiß nicht, was das war. Ich konnte irgendwas tun. Oh nee, das wird mir mein Leben lang verfolgen. Das war bestimmt ultimative Waffe. Ja, ich habe immer keine Ausdauer, ne? Bin ich denn schon wieder überladen, oder? Achso. Da willst du rufhauen? So, hatten wir von hier denn alles rausgenommen? Also hier war ja die eine Kiste gewesen. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir hier alles gelootet haben, wa? Nee, ich glaube mal lieber so. Na, hier wirklich alles so. Naja, gut, die Kohle, die wollte ich jetzt nicht nochmal. Aber ich glaube, hier hatten wir alle draus, ne? Steht jetzt nicht noch. Oh, was ist das denn da? Auf jeden Fall was Interessantes anscheinend. So, jetzt haben wir gleich wieder 4 Uhr. Dann wird es hier ein bisschen angenehmer und ein bisschen ruhiger oder so. Ne, da ist nichts. Ja, hier. Da hatte ich mich ja beschwert, dass ich hier eine Stadt. Ein bisschen tragischerweise. Ne. 10.000er Teil wäre ich bestimmt jetzt in die Demo. Aber hier den ganzen Krempel. Wenn wir Ausdauer hätten. Schon mal gesagt, dass ich manchmal Ausdauer gerne hätte. Warum haben wir eigentlich immer denn keine Ausdauer? Aber wir können ja mal was trinken. Ah. Hat auch 0% Durchfall. Das Wasser. Das nicht schön? So, und dann trinken wir noch was hinterher. Und jetzt haben wir aber hier Power-Ausdauer oder was? Dürfte ja kaum noch runter. Leben, alles geil. Ausdauer, alles geil. Läuft. Das da unten sieht eigentlich so aus, ob wer hier was versteckt, ne? Wollen wir hier mal reingucken? Ah, oh, fast zerstört. Hm, ja, ich liebe nichts. Das ist schön. Also wenn man am Ende nichts hat, ne, ist das eine geile Sache, ne? Also von nichts kriegst du auch wirklich öfters mal nichts. Was fantastisch ist. So,
Wir machen mal nach oben. Und prompt ist hell, ne? So, ich auch schon aufgefallen, sobald das hell wird, also Tag wird, ne? Dat, also um 4 wird, dass sofort die Sonne angeht. Aber wir haben ja hier Biome, ne? Also wir haben keine Jahreszeiten, sondern da gibt so ein trockenes Biom oder sowas, ne? Dann gibt es eben nicht trockene Biome. Ich will mal hier den Ausgang ein bisschen aufmachen. Wie der Gegenstand. Schon wieder kaputt. Wird mal Zeit, dass wir eine andere Axt herstellen. Hallo? Oh, schön hier. Schön, schön, schön. So, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir eigentlich, der eigentliche Plan war ja hier Wasser zu holen, ne? Bevor ich jetzt hier wieder alle demontiere und letztendlich 10.000 Einzelteile, geile Einzelteile habe, ne? Aber kein Wasser. Aber Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Ohne den da ich ja gar nicht zurück. Aber guck mal, wie viel hier ist. Working Tipple Tools. Ne, zu viel. Ne. Hier kriegen wir nur ein Rohr. Komm, wir gucken mal weiter. Ich wollte jetzt hier eigentlich gar nicht so viel machen, ne? Ja. Da hatte ich schon mal raufgehauen, ne? Ich glaube aber, der Rest hier, der ist halt schön. Da hatten wir schon mal rein... Oh, umgerührt. Ja, okay, aber den Rest will ich jetzt wirklich nicht gucken. Gut, haben wir das halt weg. So, ich glaube, das Wasser ist gerade zu. Jo, ist es. Vielleicht ein bisschen so links. So eine... Warum? Nee, 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 nee. Ganz ehrlich, will ich nicht. Nee, nicht weil ich Angst habe, weil die einfach umständlich sind, ne? Also und. Achso. Gesundheit, Hase. Gesundheit, Hase. Sie sind eine alte Frau manchmal, ne? Pfusch! Und zack, gewischt. Das Ganze gut. So, 18 Mal will ich hier das Wasser haben. Eigentlich auch ganz gut so weit, wenn das auch so klappen würde. Puh. Gesundheit, Schatzel. Bitte, immer wieder gerne. Besonders vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten ist es immer mir passiert, dass sobald ich eine andere haben gesagt, so, hey, was denn los, bist du allergisch? Ich so, ja, gegen Arbeit, ne, weil meistens vor der Arbeit war, dass ich immer das so Niesanfälle gekriegt habe, ne, und total die Rotzerei. Jetzt in letzter Zeit, es wird euch auffallen, ne, vielleicht will ja auch Frauchen gar nicht, da ich hier aufnehme oder sowas, ne, mich selber beschäftige, vielleicht, oder die will Aufmerksamkeit, ne, das ist so eins von den 5 Sachen, die ich gerade genannt habe, wird sein, Die muss immer niesen und rumgrölen, wenn ich hier aufnehme, ne? Was sagst du? Ja. Allergie auf mein Gelaber. Danke. Ja. Ich küsse deine Augen. Ja, den kannst du wieder haben. Den will ich gar nicht haben. Den so einen dreckigen Luftkuss, ne? So verkeimten besonders auch noch. Ja, ich mag sie, wenn sie schläft. So, jetzt haben wir das hier weg. Ich muss echt mal... Ey, sag mal, warum hängt denn schon wieder mein Mauspad so ein bisschen? Irgendwie? Irgendwas ist nicht gut, ey. Hängt ein bisschen, ne? Aber euch nicht. Nur bei mir. Ey, warte, 14,5 Minuten machen wir schon? Oh, Schatze, kannst du mir Batterien holen? Kannst du mir Batterien holen? Die AA? Nicht die kleinen, sondern die normalen. Hä, ich habe da letztens erst Batterien gewechselt, oder? Oder habe ich... Hä? Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Jetzt geht's gerade, aber ich habe als... Die hatte ich letztens erst gewechselt.
Dankeschön, Schatzi, du bist richtig, richtig sweet, bist du. Ne, richtig. Besonders, ey, ha! Haltet euch fest, ich kann ja wieder eine Geschichte erzählen, ne? Ich kam gestern ein bisschen später nach Hause, ne? So, weil ich eben dann noch ein bisschen länger, wir waren erst 9:45 heute fertig, ne? Obwohl wir gestern länger gemacht haben. Ne? Weißt, wie ich meine. So, war gestern ein bisschen länger, ne? Dann war ich mit den Kollegen noch so einen kleinen Absacker zu sich nehmen, ne? Ey, Mäuse, was machst du denn da? Hast du dich verkrochen oder was? Oder willst du dich noch verkriechen? Warte mal. Ah! Irgendwo, na, meine Maus hakt. Oh, das ist aber ungut. Ich kann. Hallo? Ah! Aber ich treffe gar nichts, ne? Ey, lebst du immer noch? Nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ich kann nicht anders. Irgendwie ist meine Maus doof. Ne, auf jeden Fall, ne, gestern ein bisschen später nach Hause, ne, und Mäuschen hat sich so eine Instant-Kamera, haben wir uns geholt, ne. Also sie wollte haben, ich habe gesagt, ja, ist geil, sind coole kleine Bilder. Und ich leg die mal dahin, vielleicht funktionieren die nachher wieder. So eine Batterie hat ja mal ein Plus und ein Minus, ne. Nur mal für die, die es nicht wissen. So, pass auf, ne? Und auf jeden Fall hat sie so die Kamera und meinte denn so gestern Abend, ich war da völlig denn schon kaputtig, ne? Und dann früh schlafen gegangen und sowas. Und sie meinte nur so, ja, musst du mal gucken, habe ich probiert, das funktioniert nicht, ich glaube, die ist kaputt oder sowas, ne? Keine Ahnung, ich habe das durchgelesen und bla, alles scheiße, alles blöd, ne? So, pass auf, ne? Denn heute, also für mich ist heute gestern für euch, ne? Auf jeden Fall Donnerstag, ich komme so nach Hause und denk so, Jude, klar, ne, mach ich so mein, ey, der tagt immer noch, Schatz, wa? Ist die kaputt? Ich weiß nicht. Irgendwas hakt hier. Oder ist das der Tar, was hier drüber ist? Ey, wenn das hier die Oscar-Haare sind, dann drehe ich aber durch. So. Guck mal. Was ist denn los? Irgendwie geht hier gar nichts. Nee, der hakt immer. Ist meine Maus kaputt? Ist ja komisch. Oh. Ich glaube, da war was auf dem Laser oder so. Bestimmt so ein Oscar-Haar. Also, pass auf, ne? Und heute komme ich so nach Hause und denke mir so, ja, okay, alles klar, ne? Bevor sie jetzt wieder weint und so. Werde ich mich mal um die Kamera gucken, ne? Und pass auf, ich gucke so die Kamera, sie so, muss die Beschreibung nehmen, muss sie dir die Beschreibung nehmen, ne? Und ich so, gut, alles klar, ich lese so die ersten Sachen, ne? Mach das, mach dies, leg den Film ein, ne? Das sind ja so eine Blättchen, die mit so einem Sichtschutz sind, ne? Und das allererste Foto, was du so machst, ist so ein schwarzes Dings. Und danach darfst du die Klappe nicht mehr öffnen, weil sonst das ja belichtet wird. Das sind ja Sofortbilder, ne? Pass auf. Und ich lese mal das so durch, ne? Und denkst du, so, ja, Schatz, hast du auch die Batterie richtig drin gemacht, so. Ja, der klar. Sind ja nur zwei Batterien. Hätte ich mich denn für blöd oder so, ne? Ich so, na ja, ne? Na, wie ist ne? Ich hab schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Mit einem Rezept im Maul. Also alles schon ja. Und ich guck so, und ich so, ja, Schatz. Die sehen aber da irgendwie so, ja, ich hab die richtig drin gemacht. Ich so, ja, Schatz, aber das ist komisch, wenn du da so reinguckst, ne? Ich hab ja genauso wie bei meiner Maus, ne? Ihr kennt das ja alles, ne? So sieht das ja so aus, ne? Ihr kennt das so ein bisschen. Da ist ja einmal plus links und einmal plus rechts. Ist eigentlich normal, wenn die übereinander liegen, weil Strom muss ja einmal so immer durchgehen, ne? Und nicht so plus gegen plus geht nicht, ne? Und ich meine, so sieht aber komisch aus. Ich mach die Batterie raus. Natürlich hat sie die Batterie nicht richtig reingemacht. Und dann erzählt sie mir auch noch, ich hab dreimal die Batterien reingemacht. Und kriegt das nicht geschissen. Ach ja. Ah, ist das eine Aufnahme? Erst Ed Sheeran. Ey, du bist der Ed Sheeran der Batterien, ey, Mäuschen, ne? Erst Ed Sheeran und jetzt die Batterie-Story. So. Ich wollte eigentlich ein bisschen ackern noch, aber wir können hier erstmal, ich glaube hier, dass sie alles machen. Keine Ahnung, kenne ich noch eine gute Geschichte von ihr? Was? Ja, sie machte mal meine Sachen kaputt, ne? Das ist auch so, ne? Ich glaube das auch. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, so ein bisschen, sie hasst mich.
Gut, jetzt werden viele wahrscheinlich draußen sagen, so, ja, dich muss man ja auch hassen, du. Hast dich schon mal angekickt? Duett. Nee. Ja, doch, eine Geschichte kann ich noch erzählen. Ich habe mich vorhin rasiert, ne? So, man sieht so ein bisschen, ne? Ich bin so ein, ne? Da sagt sie immer, so davor, ne? Vor 2 Wochen wollte ich mich rasieren, da hat sie gesagt, so, oh nee, lass mal dran. Ich so, wie jetzt? So, ganz normal eben, runterstutzen, so. Und nee, kannst du ruhig reinlassen. Ich so, wo soll denn das hingehen, ne? So, das, ne? Nicht, da ich noch drauf trete aus Versehen. Ne, sie so, nee, lass mal, ne? Ich so, Juda, klar, ne? Jetzt lass ich, ne? Jetzt Mike hier, jetzt wäre ich Vater Schlumpf oder sowas, ne? Das ist mir kackegal, ne? Jetzt sind da 80 Kilometer lang, ist mir kackegal. Ich rasiere mich einfach gar nicht mehr, ne? Und wenn die Arme von alleine hochgehen, weil da eben drunter auch Haare wachsen. So, pass auf, ne? Und dann sagst du heute so zu mir, ne? Weil sie dann so, ah, niest du schon wieder rum? Ja. So, weil sie ja meinte sie so, ja, hier, das kann, ja, also du kannst dich wieder mal so ein bisschen rasieren, ne? Ich so, echt? Jetzt hast du Gesicht voll? Ja. Mach das mal, ne? So, ich so, Jutta, klar, ne? Kein Problem, zack, ab ins Bad, ne? Bei mich hatte selber schon so ein bisschen Aufwühl, weil ich hab das Gefühl, wenn die länger werden, ich weiß nicht, Respekt vor den Männern, die wirklich langen Bart haben, aber ich hab das Gefühl, dass ich mich selber esse. Zumindest meine Haare, finde ich nicht so geil. So. Und auf jeden Fall, ja, habe ich mich dann rasiert, dann guckt die mich an, ne? Kacken dreist guckt die mich an und sagt dann echt so, oh, du siehst richtig gut aus, ne? Ich so, ja, und davor? Ja, sahst ja auch gut aus. Ich so, ja, und jetzt, wie kommst du denn jetzt? Ja, du siehst eigentlich immer gut aus. Ich so, ja, aber das sagst du ja nicht einfach so. Grinse. Da mache ich Woche, Jahre, Jahrzehnte lang. Lass ich mir ein Bart wachsen, weil sie das will. Wisst ihr? Ich bin jetzt richtig im Mecker-Mode. Ne? Das ist so kackendreist sind die Weiber. Die gucken einen an und lügen einen dermaßen ins Gesicht. Oh, na klar bist du sexy. Schon logisch. Deswegen an alle Solo-Männer da draußen, ne? Macht er gut so. So, wie sieht's denn aus bei der Werkbank? Ich bin gar nicht mehr auf dem Stand. Können wir die jetzt bauen oder nicht? Wir brauchen immer noch einen Klauenhammer. Und wenn ich. Schade, dass man hier nicht einfach draufklicken kann. Das wäre viel cooler. Wisst ihr, wie ich meine? So, einen Klauenhammer kann ich mittlerweile. Kann ich bauen. Brauche ich nur Leder und Klebeband. So, Leder, Klebeband. Hatte ich nicht schon mal eingebaut? Ey, guck. Erstmal nach. Warum halten jetzt einen Schluck auf? Schatz, hast du mich verhext oder so? Okay. Leder, Klebeband. Leder. Nee, hier nicht. Leder. Habe ich. Habe ich immer noch nicht. So, und Klebeband. Ich glaube, dazu brauchte ich Kunst und Knochen. Richtig? Und jetzt muss ich irgendwie Kleber. Stopp mal, erstmal. Erstmal Kleber herstellen. Richtig? Kleber. Da. Ach, drübes. Ach, na Gott sei Dank haben wir das hier gemacht hier. Na Jotza dein. Guck mal. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil jetzt können wir nämlich auch. Boah, sag mal, geht doch drauf da. Gekochtes Wasser? Nee. Hier, Chemie. Chemie. Das können wir ja immer noch nicht. Können wir das nicht jetzt langsam mal lernen? Vorteil. W. Immer noch Azubi. Ab wann kann ich denn das da eigentlich? Doktor ist ab. Welches Level denn? Zieh mehr Nutzen aus Medizin und Gesundheit. Ab Level 6 Intelligenz. Ha! Ja. Ja, das kann ja noch lange dauern, ey. Ich bin ja jetzt noch Dip. Depp. Johnny Dip. Ja, ein Dip. Naja, ist egal. Wir machen erstmal Kleber ein paar Mal. Oh, so viel Wasser muss ich da verschwenden. Wir machen mal 10 Mal. Oder mehr? Mehr? Oder nicht mehr? Soll ich es machen? 10 Mal? Mehr? Ja, los, komm. Lass 13 Mal machen. Einfach nur so. Habe ich denn gar keinen Kleber mehr hier eigentlich? Sieht nicht so aus. Ja, auf jeden Fall fühle ich mich doch 2 Mal sogar. So, und jetzt Klebeband. Kleber. Klebeband. Da. Stofffetzen. Stofffetzen haben wir hier noch. Ich musste mir mal echt merken hier so die einfachen Sachen. So, jetzt kann ich ja.
Ja, ich das ja gar nicht mehr, ne? Oh, hier habe ich auch noch was für die Waffe. Nee, kein Klebeband mehr. So, Klebeband. So, Stoffwetzen und let's go. Fertigen. Das geht ja ziemlich schnell. Hier haben wir auch schon ein bisschen Kleber. Dann können wir ja auch nochmal Klebeband machen. Pam, 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 pam. Bam, bam. So, und dann haben wir ja. Stopp mal. Jetzt brauchen wir den Klauenhammer, ne? Klauenhammer. So, genau. Den haben wir, den mal mit Klebeband haben wir. Klauenhammer hergestellt. Boah, so lange? Und ich habe den echt noch nicht hergestellt? Kommt mir so vor, ob habe ich den hergestellt. Sag mal, kann es sein, dass ich die Werkbank bauen will und hab die schon hier stehen? Ich Vollidiot. Hä, wie kam ich denn jetzt? Weil ich schon wieder so viel laber. Schön, dass ich sie zweimal bauen wollte. Ich wollte euch mal so zeigen, wie eine Werkbank geht. Ich habe die natürlich schon. Passiert eben dann mal so, ne? So, was haben wir hier eigentlich Neues? Steinbolzen für Armbrust. Nee, das wollen wir alles nicht. Oh, hier können wir richtig gute Munition machen, ne? Schießpulver. Boah, was ist denn das hier? High Power. Boah. 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 Zeitzünder. Boah. Oh, hier, so ein Jagdgewehr. Oh, sieht auch selbst gebaut aus, ne? Dann ist doch freigeschaltet, oder? Molotow, primitiver Bogen. Ja, den haben wir ja. Eisenpfeil-Munition. Pfeilspitze. Also gibt schon gute Sachen. So, ich würde sagen, wir kümmern uns um den Betonmischer. Beton. Betonmischung? Nee, aber den Betonmischer. Beton. Betonmischung. Betonform. Breites Doppelbett. Nee, ich brauche ja den Betonmischer. Wo mache ich den denn? Beton. War der hier? Beton. Wo kann ich denn den Mischer bauen? Kann als Rohstoff verwendet werden. Stahlgerüst, Wassersteine, Ziegelsteine, Betonwände aufzuwerten und in einen Zementmischer Betonblöcke zu fertigen. Ja, aber ich will ja einen Betonmischer bauen. Hä? Hä? Wie oft Knacks? Ich hab das doch mal irgendwo gesehen. Oder bilde ich mir das ein? Ich hab doch irgendwo mal einen Beton. Guck mal, eine Chemiestation. What? Oh, Flasche mit Säure. Wo soll ich die denn herkriegen? Eine ja, Schmiede habe ich ja schon. Eine Schublade. Tischtresor. Laterne. Ach da, ein Zementmischer. Aha. Fortschrittlicher Ingenieur. Oh, ein Tüftler. Tüftler weisen sie Apokalypse als nötig. Fertige Arbeitsstationen und Zementmischer sowie Gegenstände damit fertig und 20% schneller. Ja. Und das kann ich dann. Oh, ich brauche ein Level up. Dann lass mal zum nächsten Mal. Hier sind wir ja eigentlich fertig. Da kann erstmal aus. Ich nehme mal den Kleber, ich sortiere wieder ein und dann lass mal nächstes Mal wieder Häuser machen. Also bis dann. Ciao, ciao.